Am 16. November empfingen die Herren der Bezirksliga im Handball aus Klostermannsfeld die Mannschaft vom VfB Bad Lauchstädt. Mit klaren Ansagen und Angriffaktionen brachten die Hausherren ihre Angriffsreihe in Bewegung. Und so konnte man sich nach dem 3:3 auf 6:3 absetzen. Dass die Gäste nach zwei Niederlagen in Folge wieder mehr wollten, merkte man, denn sie holten wieder auf und verkürzten zum 7:6 aus Sicht des BSV. Dieser konnte die Führung aber wieder aufs 10:7 ausbauen. Es blieb aber immer nur bei dem Vorsprung von 3 Treffern. Immer wenn die Klostermannsfelder, die eine gute Abwehr stellten und einen sicheren Marcel Wallis im Tor hatten, die Chance hatten, auf 4 Treffer davonzuziehen, vergaben sie die Möglichkeit. Vor der Halbzeit sollte es dann noch einmal kurzzeitig gelingen, beim 13:9. Doch die Antwort des VfB Bad Lauchstädt folgte prompt und so ging es nur mit einer 13:11 Führung in die Kabine. Zuvor gab es in der 27. Spielminute eine kurze Spielunterbrechung, da sich ein Spieler des VfB beim Laden ohne Fremdeinwirkung schwer am Knöchel verletzte. In der Halbzeit sprachen die Klostermannsfelder noch einmal an, was sie im Angriff besser machen wollen. Und das funktionierte auch. Nach nur wenigen Minuten hatte man beim Stand von 17:12 die höchste Führung im Spiel erreicht. Es war aber auch der Zeitpunkt, als man ein wenig den Faden verlor. Der VfB nutzte das clever aus und kam zurück ins Spiel. 5 Minuten lang erzielten die Klostermannsfelder kein Tor und ließen die Gäste auf 17:15 herankommen. Die merkten jetzt, dass mehr drin ist für sie in diesem Spiel und blieben am Drücker. In der 48. Minute war es dann soweit. Der BSV kassierte den Ausgleich zum 19:19. Und kurze Zeit später ging der VfB beim 19:20 sogar erstmals in diesem Spiel in Führung. Die Gäste legten nun sogar vor und setzten sich auf 2 Tore ab. In der 59. Minute kamen die Hausherren aber wieder zum 23:23 Ausgleich, mussten aber das Tor zum 23:24 hinnehmen und nahmen 30 Sekunden vor dem Ende die letzte Auszeit. Hier wurde der letzte Spielzug besprochen, der dann aber nicht optimal umgesetzt wurde. Von der Außenposition nahm Raik Heimann, der an diesem Tag nicht das glücklichste Händchen im Angriff hatte, dann den Wurf und traf zum 24:24 Endstand. Die letzten 10 Sekunden reichten dem VfB Bad Lauchstädt dann nicht mehr, um noch einen erfolgreichen Torabschluss zu erzielen. Und so ging dieses spannende Spiel mit einem gerechten Unentschieden aus. Nach dem ersten Drittel der Saison stehen die Klostermannsfelder in 7er Staffel mit 7:5 Punkten auf Platz 3 der Bezirksliga. Die Mannschaft konnte in diesen Spielen bisher ihre Qualitäten im Angriff und in der Abwehr unter Beweis stellen. Allerdings gelang dies noch nicht konstant und gleichzeitig in einem Spiel über die vollen 60 Minuten. Der BSV Klostermannsfeld muss nun also an seiner Konstanz arbeiten.